Herzlich willkommen zu einem kleinen oder XXL-Projekt. Wir müssen mal gucken. Bauen Sie eine Straßenanbindung, Freaktown. Wir sind bei Cities XXL. Ja, und damals lief bei mir ja schon SimCity Let's Play. Und jetzt wollen wir uns hier mal versuchen und gucken, ob wir hier größere Städte bauen können. Ich habe hier schon mal was ausgewählt. Ich habe jetzt hier erstmal so eine kleine Halbinsel genommen. Ist zwar mitten im Meer, aber nur erstmal, um in das Spiel so ein bisschen reinzukommen, wollte ich jetzt hier mal testen. Bauen Sie eine Straßenanbindung. Wählen Sie eine Straße und bauen Sie sie aus. Gut, Straßen. Das wird wahrscheinlich hier sein. Transportwesen. Straßen. Ja. Haben wir ja hier schon. Was haben wir hier? Straße. Baukosten billig. Wir haben schon 40.000 zum Anfang. Verfügbares Geld. Grasbewachsene Straße. Einspurig. Kleine Straße. Landstraßen. Was haben wir hier noch? Kleine Landstraße. Kann ich hier nicht noch andere wählen? Schnellstraße. Dann nehmen wir doch gleich mal so eine große Schnellstraße. Und dann würde ich sagen, wo binden wir die denn an? Fangen wir hier unten an. Halt, wir können mal ein bisschen reinzoomen. Hier so von der Küste her. Da können wir nicht. Wo sehe ich denn die Kosten? Ach, da oben. Oh. Ach so. Wir haben ja 100.000. Ziehe ich die erstmal hier so hin. Dann gehen wir hiermit mal weiter durch. Wir ziehen die erstmal hier komplett lang. Das Geld haben wir auf jeden Fall. Naja, so viel brauchen wir erstmal nicht. Machen wir es mal bis hier. Ach, jetzt habe ich sie wieder gelöscht. Machen wir bis hier. Klicken zum Bestätigen. Jetzt haben wir sie bis hierhin gebaut. Haben schon ein bisschen Geld ausgegeben. Wir zoomen jetzt mal rein. Okay, wir haben jetzt schon mal Straßen. Das ist doch schon mal schön. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, eine Brücke brauchen wir nicht. Städtische Einrichtungen brauchen wir. Ach ja, wir müssen mit dem Rathaus beginnen, genau. Und dann bauen wir unser Rathaus mal. Das packen wir mal hier oben mehr so in die Waldlage rein. Ich würde sagen, wenn wir hier mit unserem Rathaus starten, das baut sich jetzt. Können wir mal gerade reinschauen. So, und dann wollen wir mal gucken. Ist noch ein bisschen unübersichtlich für mich. Alles ist halt, wie gesagt, komplett blind. Platzieren Sie ein Rathaus. Okay, das war laut. Betriebskosten, ja, okay, wunderbar. Als nächstes müssen wir, glaube ich, hier so ein bisschen Industrie und sowas machen. Grundversorgung. Ach, Grundversorgung ist auch wichtig. Was können wir denn da machen? Liefert alle Ressourcen für den Aufbau einer kleinen Stadt. Zentrale Versorgungsstelle. Die ist doch schon mal nicht schlecht. Die könnten wir doch gleich mal hier unten dann irgendwo. Ich hoffe, das geht, wenn ich die an die Straße baue. Hier so hin. Müsste doch funktionieren, oder? Also ist die Grundversorgung jetzt schon mal geklärt. Dekoration. Gebäudesets. Wohnraum. Ungelehrte Arbeiter. Niedrige Dichte. Ist das Einzige, was wir momentan machen können. So, was haben wir hier? Rechteckige Gebietzuweisung. Freie Form. Einzelne Gebäude und linear Gebietszone. Wir machen mal hier die rechteckigen. Zonengröße. Machen wir ruhig mal ein bisschen größer gleich. Einstellen, kleine Allee. Machen wir hier, komm, kleine Allee. Wir machen das gleich ein bisschen schöner. Und dann will ich mal gucken, wo kann ich das jetzt hier so anbauen? Muss da mal reinzoomen, glaube ich. So. War das noch, hä? Wieso bin ich denn jetzt auf der Straße noch? Das möchte ich nicht. Ich möchte sowas bauen. Ah, und jetzt muss ich hier dann wahrscheinlich die Straßen dafür anbinden. Ah, cool, cool, cool. So groß wollen wir das haben. Hier unten kommt ein bisschen Wohnraum hin. Hier geht's in die Stadt. Kann ich jetzt hier sagen. Von hier aus. Das geht nicht. Das geht auch nicht. So, das würde wieder gehen. Hier bitte anknüpfen. Dann haben wir da in der Mitte noch einen Grünstreifen. Dann machen wir jetzt mal zwei, drei Wohnviertel. So, dann können hier nach und nach die Leute einziehen. Das geht schon mal ganz gut. Vielleicht machen wir gerade noch mal eins. Okay, das passt nicht ganz.
das würde auch wieder passen. Dann können hier schon mal die Leute einziehen und dann brauchen wir ein Industriegebiet. Die Industrie, die machen wir genauso, die machen wir aber auf der anderen Seite. Auch nicht so weit weg von den jeweiligen Orten. Ah, so geht das auch. Ja, dann machen wir hier eins hin. Da freuen sich doch unsere Bewohner. So, machen wir gleich drei Industriegebiete, damit das hier gleich ein bisschen wächst. Obwohl, wir können ja eigentlich noch eins bauen. So, hat jeder genug Industrie? Die Bewohnerzahl steigt schon mal so ein bisschen, das ist schon mal ganz gut. Büros sind auch wichtig. Die würde ich sagen... Achso, wir nehmen natürlich wieder hier unsere rechteckige Form. Und fangen hier direkt mal dann an. Ja, einfach hier mit dran knallen. Das ist ja nur, dass die Leute erstmal genug zu arbeiten haben. Schön ist das auch noch nicht. Denn wir können ja nicht alles haben. So, dann haben die hier gleich noch ein paar Büros. Und dann haben wir hier hinten schon unsere Stadt. Das ist zwar ein bisschen weiter jetzt bis zum Rathaus da hinten. Aber das ist dann halt mal so. Schwerindustrie, Lebensmittelindustrie ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Was habe ich denn vorher gebaut? Was ist das denn? Schwerindustrie. Wie gehabt, rechteckig. Ja, wir haben gerade noch ein bisschen Minus. Wir brauchen erstmal die Einwohner. Da geht's nicht, okay. Machen wir hier noch ein bisschen Schwerindustrie. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Lebensmittelindustrie schon gemacht hatte. Achso, wir müssen ja hier unten... Achso, hier, guck mal. Obstanbau, Viehzucht, Gemüse, Getreideanbau. Dann würde ich sagen, wenn das hier unser Wohnviertel ist, bauen wir hier oben die Acker und alles hin. Machen wir hier mal ein bisschen Viehzucht. Ah, das kann man nur hier machen, okay. Das ist cool. Ah, dann kann ich hier so quasi meine Bereiche. Feld zu klein. Größe der Gebietszuweisung, 95%. Zu klein. Okay, das finde ich jetzt so noch nicht so praktisch. Wieso kommt denn immer dieses Dreieck? Das irritiert mich so ein bisschen. Ich muss das noch ein bisschen üben. Wenn ich den jetzt hier hin mache, macht er mir trotzdem so ein Dreieck. Ne, versuchen wir es mal in einem Dreieck. Ich sag ja, das ist hier noch alles zum Probieren. Ah, jetzt könnt ihr... Ah, so geht das. Ach so. Ach so. Dann mach ich so. Und dann ziehe ich den noch hier rüber. Ja, nee, das reicht mir jetzt. Und... Wie viele Punkte muss ich denn da machen? Hallo? Wie geht das? Okay, ich kann hier 1000 Punkte machen. Das lassen wir. Wie sieht denn das aus mit dem Obstanbau? So. Ah, so funktioniert das. Guck mal an, jetzt haben wir hier nämlich Obst. Dann machen wir das gleiche nochmal mit der Vieh. So. Dann haben wir hier den Viehbau. Das ist doch... Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Gemüse. Macht dann hier mehr Sinn. Bis hierhin. Warum geht das nicht? Feld zu klein. Dann muss ich weiter in die Länge. Und so. Haben wir hier ein bisschen Gemüse. Wie sieht denn das... Ansonsten schließ das mal bitte wieder.
Ein paar Einwohner haben wir schon. Ich weiß gar nicht, ob man hier jetzt auch Missionen annehmen kann und sowas. Und so wirklich XXL ist das. Was ist das hier? Büro, Eigenschaften. Dieses Gebäude produziert nichts. Dieses Gebäude hat keine Angestellten. Dieses Gebäude verliert sehr schnell Geld. Insolvenz steht bevor. Ja, das liegt daran, weil hier noch nicht wirklich die Leute in der Stadt sind. Einzelhandel. Das ist wahrscheinlich auch ganz interessant. Denn die Leute möchten ja auch was einkaufen. Hier habt ihr noch einen Einzelhandel. Hotels brauchen wir jetzt noch nicht. Grundversorgung haben wir ja schon ein bisschen. Städtische Einrichtungen können wir noch nicht. Da brauchen wir mehr Einwohner für. Und Dekoration. Kann ich die so hier? Ah, guck mal, hier können wir noch ein paar Parks machen. Baustellenbereich, Grünanlage, luxuriöser Platz. Einfach damit die sich von Anfang an wohlfühlen. Sehenswürdigkeiten. Haben wir noch nichts. Terraforming brauchen wir noch nicht. Transportwesen, Brücken, Stadtverbindung. Können wir auch noch nichts. Bonusgebäudesets. Europa. Ach, da kann ich hier nochmal so qualifizierte Arbeitskräfte. Fachwerkhaus. Fachwerkhäuser können wir hier noch bauen. Bringt das was, wenn ich jetzt hier so ein Fachwerkhaus hinbaue? Vielleicht zieht das ja wen an. 129, jetzt steigt das langsam so ein bisschen. Eine neue Stufe erreicht. Sie haben ersten Einwohner angelockt. Sie haben Wasserversorgung freigeschaltet, Sie haben Elektrizitätsversorgung freigeschaltet, Abfallentsorge freigeschaltet. Gut, wir haben jede Menge freigeschaltet. Das klingt ganz gut. Ist wahrscheinlich bei der Grundversorgung? Nein. Jetzt ist es auch weg. Hier. Gut, wir haben es zwar freigeschaltet, aber wir können es noch nicht ausbauen. Wohnraum. Wir könnten jetzt halt noch Wohnraum. Qualifizierte Arbeiter. Ach so. Die brauchen wir natürlich ganz wichtig. Dann ist das hier unten mehr so das Ghetto, was wir gebaut haben. Oder warte mal. Wir machen mal einzelne Gebäude. Dann können wir das hier nämlich noch ein bisschen besser anpassen. Das finde ich auch ganz cool, dass man hier so um die Ecken bauen kann. Da ist das Fachwerkhaus. So, und jetzt funktioniert auch unsere Wirtschaft gleich hoffentlich, wenn wir jetzt hier ein paar qualifizierte Leute haben. Das muss man ja erstmal wissen. Wir haben hier so ein bisschen Hanglage. Und wir bauen das einfach mal alles hier unten zu. Wie gesagt, das ist alles noch die Anfangsphase. Wenn ihr da Tipps habt, sind die gerne gesehen bei mir. Da ist das so ein bisschen verbuggt gerade, die Grafik, ne? So, und dann haben wir hier Lärm. Zoomen wir gerade mal ein bisschen raus. Mit den Büros stimmt etwas nicht. Nicht genügend Platz für dieses Gebäude. Also jetzt locken wir auf jeden Fall schon mal ein paar Arbeiter an. Ah, und die haben so ein paar schönere Häuser. Wie sieht das in den Ghettos aus? Ich nenne das jetzt einfach Ghettos, weil das hier die ungelernte Arbeiter-Dingen ist. Und ich muss gerade mal Menü, Optionen, Audio, Interface, Lautstärke, ist das das? Ich mache das mal alles ein bisschen runter, weil das doch sehr laut ist beim Spielen, wenn man hier so reinzoomt. So, und hier können wir uns jetzt so ein bisschen umgucken. Auf unseren Straßen, also es ist noch nicht so viel passiert. Wir kommen aber gut aus dem Minus langsam raus. Wir sind Bürgermeister von Freaktown und es läuft allmählich. Zufriedenheit, allgemein 100% ausgezeichnet. Hotels, es gibt noch keine Nachfrage nach diesem Dienst. Die Situation ist schlecht, sie sollten Abhilfe verschaffen. Kritische Situation. Fabriken, warum? Es gibt Produktionsgewerbe in der Stadt. Es gibt nicht genügend Arbeitskräfte für die Landwirtschaft. Es gibt keine Hightech-Unternehmen in der Stadt. Es gibt nicht genügend Arbeitskräfte für die Schwerindustrie.
Keine Angestellten. Ja, das kommt ja alles noch. Da sind wir, ne? Noch lange nicht so weit. Denn die Leute müssen erstmal in die Stadt ziehen. Ja, es ist alles sehr niedrig. Alle stehen kurz vor der Insolvenz. Aber da müsst ihr mal durch. Ne? Es steigt langsam, aber das braucht einen Moment. Wir müssten mehr von diesen hier, glaube ich, bauen. Die haben natürlich bestimmt keinen Bock, in der Industrie zu wohnen. Aber wir können die ja vielleicht... wir machen einzelne Häuser weiterhin. Die können hier schön in die ländliche Region ziehen. So. Knallen wir voll das Geld auf den Kopf. Wir setzen jetzt voll auf neue, junge Leute, die eine Berufsausbildung haben. Ich finde das ganz cool übrigens, dass man das hier so um die Ecke bauen kann. So, die können hier schön am Feldrand wohnen. Hier entsteht ein kleines Neubaugebiet. Na, kriegst du noch ein bisschen Anbindung. Super. Achso. Nee, das passt nicht mehr ganz. Dann lieber so und... Komm. So, sehr schön. Jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Das Minus ist wieder ein bisschen gestiegen, klar, weil wir jetzt die ganzen Hütten hier gebaut haben. Die Kamera. Ja, ich habe noch nicht so die richtige Einstellung gefunden. Wobei, so ist halt, glaube ich, ein bisschen nah, ne? Hier kann man halt noch überall einziehen. Sieht auch jetzt nicht so geil aus in der Nahaufnahme. Das ändert sich vielleicht noch, wenn die Gebäude ein bisschen cooler werden. Ja, ihr seid alle ziemlich am Arsch, würde ich sagen. Aber es geht nach oben. Es geht nach oben. Und das ist die Hauptsache. Ja, habt ihr einen Tipp für mich oder auch nicht? Es fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Die können jetzt alle hier langsam einziehen. Hier unten haben sie sich schon besiedelt. Wenn ihr einen Tipp habt, knallt ihn in die Kommentare. Ja, dann freue ich mich auf euch beim weiteren Zuschauen, denn das war's für die erste Folge von Cities XXL. So, das bisschen haben wir und ja, ich glaube, ich bin jetzt schon mit der Größe überfordert. Aber wir werden mal sehen, wo das alles hinführt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.